So, was machen wir dann jetzt noch? Komm, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Wohnzimmer an und gehen mal runter. Ja, hier. Sessel, sowas, genau. Da wollen wir eine ordentlich große Wohnlandschaft haben. Müssen erstmal auch eine finden. Die einmal groß ist und noch edel aussieht. So viel Geld wie möglich aus der Familie rausziehen, also nicht böse gemeint, aber das ist schon eine ordentliche Butze hier. Ich erwarte mindestens 100 Riesen Gewinn. Nur Gewinn. Für diese Bude. Würde ich sagen, aber ich glaube, am meisten macht das hier Sinn. Schwarz, Rot, Beine, Gold. Oh. Das einmal hier. Das noch ein bisschen. Ja. Komm, komm, noch ein bisschen. Da ist schon Ende. Und wenn man den noch hier dran. Ja, na, vielleicht können wir den noch einmal so hier hin. Ja, komm, komm. Da musst du passen, ja. So, dann hängen wir da einmal einen Fernseher hin und hier zum Kamin. So. Weil sowas perfekt stand da gerade. Tische, Wohnzimmertisch. Schauen wir mal, was es hier so für edle Stücke gibt. Epoxy Couch Tisch. Farbe. Oh ja, Epoxid. Das, ich liebe sowas. Ich würde gerne mal wirklich so einen Epoxidtisch selber machen. Aber Gold für die Beine. Und was ist das? Nee. Buche Schoko. Ja. So nehmen wir den. Einmal hier. Und einmal hier. Wie ohne Fernseher? Ja, du kriegst keinen Fernseher. Der Wagen. Eisteaser. So, gibt es hier noch was? Dark Era Couch Tisch. Sessel. Ja, hier wollen wir auch noch mal gucken. Oh, der ist nice. Den nehmen wir genauso und packen den dann hier hin. Aber nice. Hier müssen wir jetzt einen Kamin noch finden, aber erstmal Regale. Ja. Buche oder du. Genau. Das nehmen wir. Das nehmen wir hier. So, geht das? Nee. Hier. Und daneben am besten. Ja, hier müssen wir ein kleines Spielchen verschieben. Machen wir den so. Und den. Wie weit müssen wir den? So reicht. Den können wir direkt dann hier so dran. So. Können die hier ihre Bücher lagern? Sieht auch edel aus, sieht geil aus. Können wir das eher. Nein. Weit. Können wir das eher. Ja, so hinstellen.
So. Gibt es noch hier? Action Cornelia? Nö, brauchen wir nicht. Mode Lilik. Könnte man vielleicht gebrauchen. Irgendwie, irgendwo. Ich würde sagen, hier vielleicht. So. Ne, sonst haben wir hier nichts mehr. Ja, es wird Zeit, dass wir mal Lichter machen. Deckenlampen. So, was sieht hier richtig aus? Sowas hier würde ich sagen. Grundlage schwarz. Hier Verzierung Gold. Details rot. Ja, das wäre hier optimal. Einmal da. Einmal hier und einmal dort. Den packen wir mal ein bisschen mehr in die Mitte. Wenn wir hier jetzt das Licht einschalten, wenn wir das Lichtschalter finden würden. Haben wir noch keiner installiert. Das machen wir dann gleich. Dann, oh, der im Flur. Und hier auch. Nice. Hier kann der nicht hängen. Aber hier wenigstens. Vera Kronleuchter. Glas Cyan, Blau, Schwarz. Joa, der sieht nice aus. Im Badezimmer würde ich irgendwie was anderes nehmen. Für die Küche würde ich auch mal was Schönes raussuchen. Göschenlied Kronleuchter. Oh, der sieht auch richtig nice aus. Oha, was haben wir hier für Lampen? Kristallkronleuchter. Oh. Und dann bunt. Oh, ich weiß wohin damit. Ja, geht zu. So, was haben wir hier noch? Komm, für die Tochter nehmen wir den. Der sieht cool aus. So. Dann für die Eltern würde ich vielleicht sagen, nehmen wir ebenfalls den hier in Gold und hier Schwarz. Dann machen wir so und so. Den hier noch mal in den Flur. Dann machen wir aber einmal hier
Und einmal hier. So. Dann für Badezimmer. Was nehmen wir fürs Bad? Badezimmer cool, was meint ihr? Sowas vielleicht? Ja, komm, nehmen wir die für die Badezimmer. Nee, wir wollen das so gedreht haben. Ja? Haben wir eine Lampe? Haben wir zwei. Die brauchen auch noch sowas. Hier machen wir einmal so und einmal nochmal so. Und unten fürs Badezimmer. Perfekt. Dann noch für den Raum brauchen wir Lampen. So, da brauchen wir aber keine besonders teuren. Da würden einfache Lampen schon reichen. So, was nehmen wir für hier? Am besten. Ich glaube, sowas. Relativ günstig. Ja, haben wir für jeden Raum eine Lampe, meine ich, glaube ich. Hier haben wir auch. Hier haben wir. So. Hier haben wir. Hier haben wir eine Lampe. Die Kids haben welche. Hier haben wir. Hier haben wir. Und, ah, hier Kleiderschrank. Hier fehlt noch welche. Da habe ich auch an diese Scheinwerfer-Dinger gedacht. Hier. So. Dass man die hier. So. Und ein. Dass man die vielleicht hier. So. So. Und so. Dann brauchen wir jetzt noch Lichtschalter. Nee. Hier Verzierung Gold. Schwarz. Oh, dunkelgrau. Nee, dann lieber schwarz. Dann machen wir hier eins hin. Hier nochmal eins hin. Hier eins hin. Hier kommt eins hin. Hier brauchen wir eins. Ah, und hier brauchen wir auch noch eins. Und hier auch. Hier müssen wir auch noch Möbel hin tun. So, dann brauchen wir hier noch eins. Hier noch eins. So, ihr Zimmer. So, hier eins. Hier eins. Hier eins. Dann hier, wenn man aus dem Treppengeländer hier hinkommt, braucht man auch noch eins. Wenn man nach oben geht. Hier braucht man noch eins. Die Kids brauchen hier eins. So, die haben sonst keinen anderen Raum. Also sind wir hier oben fertig mit Lichtschaltern. Gehen wir runter. Dann brauchen wir hier eins. Hier. 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 In den Raum gehen. Hier eins.
Raum haben wir auch fertig. Dann hier Wohnzimmer. Und hier eins. Und hier eins. So wie hier. Ja, nein. Hier. Dann brauchen wir hier noch eins und hier noch eins. Dann hier und hier. Hier brauchen wir auch noch eins. So. So wie hier. Und hier. So wie hoppla. So wie hier. Yes. Und hier brauchen wir noch eins. Hier auch noch. Und hier. Müssen wir schauen, ob hier auch das Licht. Oh, nice. Und hier. Auch hier haben wir überall Lichtschalter. Und oben. Einmal über Licht anmachen. Um zu gucken, passt das denn auch vom Licht her? Es wird ja auch eh schon draußen dunkel, die Sonne geht schon unter. Und ja. Und Kinderzimmer. Dann haben wir jetzt über Licht. Perfekt. Ach, hier haben wir noch kein Licht. Komm mal an. Oh, das gefällt mir auch. So. Das gefällt mir auch. Finde ich cool. Abgesehen von Dekoration haben wir jetzt eigentlich alles fertig. Außer jetzt unten noch Fernseher und Kamin. Die sind mir wichtig, dass die hier reinkommen. Hier der Kamin und da hinten der Fernseher. So, dann Möbel. Lur. So, gibt es irgendwo einen ganz edlen Kleiderhaken? Nehmen wir den. So, dann Kleiderhaken kommen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal, reicht. So, dann brauchen wir noch einen Schuhschrank oder sowas. Was gibt es jetzt auch in dunkle Buche? Willi, Kirschbaum. Und dann nehmen wir dunkle oder brasilianische Walnuss. Und hier dann so ein Blauton. Kann man dann hier hin packen. So. Holzschuhschrank Raccoon, doppelter Holzschuhschrank Raccoon, dunkle Buche, Buche Schoko. Ja. Den packen wir dann mal dahin. So. Dann Kinder, Küchen, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Hier haben wir alles. Büro, ja okay, Büro könnten wir noch. Obwohl, wir haben kein Büro. Zumindest hier nicht.
sind schon ein paar geile Stühle neu hinzugekommen, Tische. Stimmt, das Mädel braucht ja noch eins. Kriegt unser Peli. Ab nach oben. Die braucht ja noch eins. Packen wir hier ihr den hin. So. Und jetzt bald. Hier kann ich noch weiter. Ne? So. Hier. Hier Schluss. Okay. Dann braucht die noch einen Stuhl. Lagermöglichkeiten. Sessel. Ich würde sagen, für die nehmen wir mal. Nee, dann nehmen wir vielleicht eher. Gibt's das nicht in hellen Violett? Aber den? Pastellrosa, ja. Grundlage. Dunkle Buche, wieder dunkler Kiat, Buche Schoko und hier Gold. So. Das Mädel. So, dann hätten wir hier eigentlich alles im Grunde. Anlässe, elektronische Ausrüstung. Da haben wir schon mal einen Fernseher. Gehen wir mal auf das. Und schauen uns mal an, wie viel Platz der genau braucht. Wenn wir ein bisschen größer machen. Das nächstgrößte ist auf einmal. Ja, wie groß wäre denn das? Das wäre eine ganze Kinoleinwand, alles klar. Das wäre eine Kinoleinwand. Dann nehmen wir den. So. Ja, Audioanlagen ist auf jeden Fall eine geile Idee, was der Herr da hat. So, den brauchen wir für draußen. Ach, die beobachten schon mich. Finde ich geil. Er ist an, ja. Ich finde die schon nice. Und hier dann aus. Und anschalten, komm, ja. Und hier auch. Komm, an, ja. Und hier auch. Und wichtig, dass man das hat. Ich will nicht wissen, wie viel Geld ich schon für diese Hütte hier ausgegeben habe. Mehr Kameras brauchen wir aber nicht. Was? Wofür war dieses Symbol da?
So. Hier auch vernünftige Anlagen. Also Unterhaltung. So, dann dunkles Holz. Dunkel, dunkel. Dunkelbraun. Auch. Ja, dann nehmen wir das. Das Wohnzimmer hier. Kommen wir nicht durch. Und packen das dann einmal hier hin. Und einmal hin. Komm näher. Fancy Fats, heißt das? Omnibox Fats. Fernseher und Lautsprecher. Auch hier. Gaming. Sonstiges. Okay. Badezimmer. Oh. Was brauchen wir noch? Apple. Ja, komm, sagen wir mal Vorrat. Supermarkt aus Nüsse, oder Gurken. Ja, Essen. Komm, wir sagen die Dinger. Küche. Nicht die Küche, das ist die Küche. Und dann hier. Nur hier. Das Regal voll machen damit. Dann damit können wir den nächsten hier voll machen. Den Hackfleischbällchen hier. Organik gut. Da müssen wir auch noch ein bisschen voller machen. Ein bisschen auch chaotisch aussehen. So, Tomaten. Aber hier mal so ein bisschen so rein. So, dann haben wir hier noch Chickpeas. Lagern wir hier eins, drei, vier, fünf, sechs,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Und was haben wir dann noch? Erdnussbutter, ich war so was, kommt das hier in klein. Bisschen Vorräte halt. Nudeln. Was haben wir hier? Müll? So. Hey, hier geblieben. Du bleibst da oben. Und dann noch. Nee, da nicht. Und du kommst lassen. So, dann haben wir das hier einigermaßen voll. Energie, Container, Wasser. Wasserflasche. Können wir dann hier so. 1, 2, 3, 4. 5, 6, ja, ein Sixer. Ja. Und was gibt's hier noch? Versorgung, Toilettenpapier. Stimmt, hier kann man auch Toilettenpapier lagern. Auch eine geile Idee. Dann war hier 1, 2, 3, 4. 5, 6. Sieben. Komm dahinter, dahinter. Komm, 7 Rollen Klopapier. Muss denen reichen. Verbandskasten, ja, ist auch gut. Hab ich hier auch noch ein. Notfalls. So, Waffen. Level des Überlebens. Ja, brauchen wir nicht unbedingt. Aber warte mal. Level Schutz, was gibt's hier? Gerade und Schutzkleid. Dann Zubehör, was haben wir hier? Händetrockner, Seifenspender, Doggy. Weiß nicht, ob man das so nennen sollte. Das wäre nice dort. Hier. So, dann. Dann das kommt hier. Da und das. Da und das. Da. Dann muss das vielleicht auch ein M. Passt dahin. Das passt hierhin. Das passt da perfekt rein. Nice. Hier haben wir so eine Enzyklopädie von was weiß ich. Und hier nehmen wir die Variante an Büchern. So, so und so und dann noch mal die kleine, die da auch nicht reinpasst. Dann gibt es hier bestimmt noch einen anderen Bücherset. Ich mache hier bei Zubehör. Ach so, dann gehen wir erstmal Badezimmer. Seifenspender Rezo, der muss dann blau sein. Wichtig. Komm. Falls irgendwann mal der Rezo hier wirklich mal zusehen sollte, schöne Grüße an dich. So,
Für den Raum brauchen wir keinen. Oder doch, komm, für die Oma. Dann nehmen wir hier ein Grün. Grün. Kaufen wir das so. Hier mal ins Badezimmer hoch. Und holen uns die Dinger auch nochmal. Hier. Dann würde ich aber eher den hier nehmen. So. Eine ist weg und hier in Pastellrosa. Das ist für die Kleine. Und das hier auch und dann in Gold. Okay. Hier brauchen wir Schneid, genau. So. Und dann für die Eltern auch. Einmal hier und hier. Und hier auch noch mal dann so und so. Dann brauchen wir hier noch. Das sieht edel aus. Das gefällt mir, das lassen wir hier. Hängen wir hier. Hier noch ein Gold. Haken, Gold. So ist nice. Dann nehmen wir das selbe vielleicht auch in Rosa für die Kleine. Und gehen hier mal rein. Oh, ja. Müssen wir hier hängen. Und das hier vielleicht einmal Löwenzahn. Türkis und in Blau unten. Packen wir dann hier. So. Na, warte mal, ich habe eine Idee, den machen wir mal anders. Bauen wir den noch mal da. Verschneit. Hellblau, grün, kann aber keinen dritten reinpacken, okay. Finde ich schade. Mein Rücken, den muss ich gerade kurz strecken. Dann passt das. Den brauchen wir überall einmal. Kommt. Hierhin, hallo? Den da haben. Ja, egal, dann so. Aber wir rennen jetzt nur noch durchs Haus wegen so Kleinigkeiten, wegen so kleinen Details. An sich geil, aber so ein bisschen stressig auch. So. Sobald wir die Details hier hinter uns haben, können wir das hier endlich auch verkaufen. Und sehen, wie viel Geld uns diese Bude hier einbringt. Das ist, da bin ich jetzt gespannt auf jeden Fall, weil das ein Riesenpalast ist. Haben wir was jetzt?
Das haben wir. Badezimmer haben wir durch. Behälterbad haben wir hier. Wäschekörbe. Ich würde sagen, so einer. Was? Dunkelbraun. Weiß. Ich glaube, dunkelbraun würde. Nee, Badezimmer, Wäschekorb. Weiß. Das muss weiß sein. So. Gibt es hier noch Metallmülleimer? Metallmülleimer Panteo. Ah, dann nehmen wir den für die Küche auf jeden Fall. So, da ist die Küche. Die packen wir hier hin. So. Und die kleinen hier für die Badezimmer. So. Ich merke auch gerade, ich muss eigentlich schon los. Ich habe eine Folge zu viel jetzt aufgenommen und würde sagen, diese hänge ich dann an die letzte Folge hinten dran. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und ciao.